Das neueste Buch über Bruder Konrad stammt von Niklaus Kuster. Niklaus Kuster ist wie Bruder Konrad selber Kapuziner und er schreibt eine sehr persönliche Biografie. Dieses Persönliche, was ihn mit Bruder Konrad verbindet, kommt durch Briefe zum Ausdruck, die er an Bruder Konrad schreibt. Eine Biografie, die wirklich einlädt, Bruder Konrad nochmal von einer neuen Seite kennenzulernen. Sehr praxisorientiert ist das Buch von Max Huber, dem ehemaligen Seelsorgeamtsleiter aus Passau. Nach einer kurzen Biografie bringt er sehr viele Möglichkeiten, wie man Gottesdienste, Andachten gestalten kann, mit Meditationen, Bildern, Liedern und Gebeten. Er lädt auf diese Art und Weise ein, sich Bruder Konrad zu nähern und auch einen Besuch am Bruder Konrad Hof zu gestalten. Und besonders an Kinder, Erstkommunionkinder, Firmlinge wendet sich das Buch Entdecke Bruder Konrad von Patzam. Eine Möglichkeit, wie man Bruder Konrad mit Rätseln, mit interessanten Geschichten, Bildern noch mehr neu entdecken kann und auch da einen Besuch am Bruder Konrad Hof zu gestalten. Drei Bücher, die einladen, jetzt besonders im Jahr des 200. Geburtstags von Bruder Konrad, diese besondere Person noch mal neu zu entdecken.